Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Ihr seht mal wieder einen viel zu gut gelaunten Fabi Fabioso, alias Gamla Play. Ich schaue gerade von hier oben runter und zwar sehe ich hier einen wunderschönen Weg. Der gefällt mir extrem da unten. Und ich muss sagen, was will man machen? Hauptsache man ist gesund. Sehr wichtig am Rande, am Anfang des LPs. Immer wieder gesagt, das Wichtigste im Leben ist, man ist gesund und gut gelaunt. Heute bin ich in der Arbeit gewesen. Und heute ist Freitag, der 14.12. Und ich muss sagen, ich bin heute ein paar Leuten auf den Sack gegangen, weil ich zu gut gelaunt bin. Kennt einer von euch das auch, wenn man zu gut gelaunt ist, dass man anderen Leuten auf den Sack gehen könnte? Das wiederum ist mir heute mal wieder passiert. Und zwar ist ja der Betrieb riesengroß, wo ich arbeite und pipapo und alles drum und dran. Und das Geile ist, ich war übel gelaunt, ne? Wann bin ich ja nicht gut gelaunt? Aber heute so Dauergrinsen in der Fresse und Witzchen gemacht. Und ihr wisst ja, dass ich manchmal ein bisschen Scheiße laber und dass ich gerne Scheiße laber. Und auf jeden Fall war das so heute, dass ich da ein bisschen, auch, wie soll ich sagen, ein bisschen, nicht Konflikt, sondern eher gesagt so ein bisschen nicht so gut gelaunte Menschen gestoßen bin, die dann gesagt haben, hey Fabi, bitte, warum lachst du die ganze Zeit? Ich sag so, ja, warum lache ich nicht die ganze Zeit? Lachen ist das Einzige in der Welt, wo uns keiner mehr nehmen kann. Das habe ich dann gesagt und auf einmal hat er dann gedacht, ja, du hast recht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, guck mal, das ist voll wichtig, so gesund und so zu sein. Und das ist doch scheiße hier, alles scheiße. Wir haben einfach mal wieder nicht nachgedacht und haben gesagt, ja, komm, lass uns mal hier ein bisschen hier ab. Grubben, grubbissimo. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen. Guck mal, wenn wir hier 9 haben, wir müssen eigentlich. Zack! Oh, nix runter zu Redstone. Geschichte. Eine Schaltung. Sehr gut. Und ich weiß nicht warum, aber Jackie ging dann so. Bäh, bäh, bäh. Was heißt die Leute? Da war nur eine einzige Frau, die hat so gesagt: Hey, kannst du aufhören, die ganze Zeit so zu lachen? Ich so, ja, warum stört dich mein dauerndes Lachen? Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen? Habe ich dann gefragt und habe es auch nicht böse gemeint. Und sie meinte, nö, wieso sollte ich ein böses Gewissen haben? Und ging auf einmal voll ab wie Fußpilz. Und dann dachte ich, oh Mann, oh Mann, oh Mann, die hat wieder Probleme. Die kann man eigentlich gar nicht haben. Probleme gibt's, die gibt's gar nicht, ne? So, jetzt haben wir da mal diese Wand zugemacht. Da fehlt noch ein bisschen diesen Nether-Stein-Gedöns-Sach. Aber das ist nicht unser Problem. Das soll nicht unser Problem sein, sondern ich frage an euch. Erstmal, kennt ihr auch solche Leute, die es ankotzt, wenn man richtig gut gelaunt ist und man selber nicht ganz so gut gelaunt ist? So, da ist jetzt die Erde, ne? Das wieder berühmt. Ah, okay, warte, das müssen wir mal kurz abchecken. Okay, wir können tatsächlich. Okay, wir müssen echt so mit der Erde fortfahren. Oh my goodness. Gut, wir müssen schon wieder gucken, dass wir hier ein bisschen unseren Boden hier ein bisschen tiefer machen. So, es ist ein bisschen blöd, ein bisschen schade, aber auf jeden Fall, so, müsste man jetzt hochlaufen können, müsste man genau einen kleinen Stein tiefer graben, alles. Das müsste doch eigentlich kein Thema sein. Oh oh, wir haben da ein wenig, Scheißzeug alias Kies. Kies. Warte mal kurz, ich muss mal kurz abchecken, wie es hier weitergehen könnte. So, ich muss mal hier wieder eine neue. Ja, Türe und so ein Scheiß. Ja, gut, dann muss man einfach. Man muss einfach heutzutage gucken, wo man bleibt. Und vor allem muss man gucken, jetzt, wie wir hier weitermachen. Ich habe wieder übertrieben viele Kommentare vorbereitet. Und bin irgendwie nicht dabei und nicht in der Lage, Kommentare vorzulesen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf alles, nur auf keine Creeper-Müper. Muss ich mal ehrlich sagen. Boah, wir haben hier eine Batterie voll mit Scheiße dabei. Eine Batterie voll mit Scheiße. Fabi, sowas sagt man noch nicht. Scheißegal. Heute ist alles scheißegal. Ich bin heute so gut gelaunt gewesen. Ich habe heute schon alle genervt in meiner WhatsApp-Gruppe und so. Wir haben da so ein paar Gruppen aufgemacht und so. Das ist ja auch voll der Scheiße, ne, mit dieser WhatsApp-Kacke. Aber was soll man sagen, wenn man schon hier WhatsApp hat? Wer hat kein WhatsApp, muss ich mal so sagen. Oder fragen. Ich glaube, jeder Mensch hat WhatsApp. Was? Oh Mann, Fabi. Oh nein. Oh nein. Guck mal. So würde das doch gehen, oder? Warte mal kurz.
Kopacz. Ah, was geht hier ab? Ja, was geht hier ab? Boah, geil. Ja, was habe ich da gemacht? Boah, voll geil. Voll geil, Alter. Hier, voll geil. Diese Scheiße, voll geil. Voll geile Scheiße. Aber, mal was anderes. Es könnte doch möglich sein, dass hier ein paar Monster sein könnten, die mir auf den Sack gehen könnten. Ich habe hier ein bisschen Angst, verdammt Scheiße. So, der Beat ist am Bouncen. Ich habe hier alles im Lot, aber ich muss hier gucken, dass wir hier mal ein bisschen weiter bauen. Ah, ja, ja. Scheiße. Creeper. Creeper, muss der da sein? Nee, der muss nicht sein, oder? Der muss da nicht sein. Der muss da nicht sein, ne? Na, danke schön. Danke für das Verständnis. So. Danke für das Verständnis. Boah, da sind voll die Monsters. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Hier bei den bescheidenen Treppen. Aber warum habe ich das so schön gemacht? Ich glaube nicht, dass das so geht. Aha. So geht das also nicht, aber so würde das eventuell gehen. Das ist ja auch ein Fake. Oh, fucking Fake. Was ist, wenn wir so machen? Ah, das geht nicht. Ah, das geht nicht. Leider Gottes geht das so nicht, aber wir müssen auf jeden Fall rausbekommen. Ja, dass wir das ein bisschen schöner machen können. Hätten wir das jetzt... Oh, jetzt im Nachhinein hätte ich die Treppe auf jeden Fall 3 breit machen sollen, damit wir da so ein komisches, cooles Muster reinbekommen. Ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall alles im Butter auf dem Kudde. So, irgendwie ist hier trotz alledem irgendwas falsch. Okay, warte mal kurz. Okay, da und da und dann da, da. Oh, oh. Ich habe keine Treppen mehr. So, jetzt müsste doch hier alles frei sein, oder? Ah, nein, nein, nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Hier darf niemand reinkommen. Oh, shit, alle. So, das war nur provisorisch. Nur provisorisch. So, das können wir ja nachher alles abbauen. Ich wollte nur gucken, ob wir da hoch und runter kommen. Aber wo sind die ganzen Treppen, die ich abgebaut habe? Scheißen, Dreckstext. Egal, dann machen wir mal eine weg hier, nehmen die mal kurz auf. Und kann die dann hier so provisorisch drauf und dann zack, 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 zack. So, geiler Scheiß. Ich lese mal kurz einen Kommentar vor. Fabi, wie findest du das neue YouTube-Design? Fragezeichen, Doppelpunkt, Klammer zu. Von Flendes. Flendes. Vor einer Stunde, aber vor ein paar Tagen. Ist ein alter Kommentar. Vor ein paar Tagen und so ein Scheiß. Auf jeden Fall finde ich das neue YouTube-Design übelst scheiße. Es kotzt mich übel an. Also ich muss mal sagen, ich weiß nicht, warum das YouTube macht, ne? Entweder, ich weiß, Bonnie Stinson sagt, neu ist besser, aber... Hallo? Oh nein, das ist ja Stein und kein Pflasterstein. Scheiße, Drecksdecks, fuck it up. Ich habe keine Pflastersteine mehr. Oh ja, ja. Steintreppe. Ja, wir können jetzt die mitnehmen, aber die werden wahrscheinlich, glaube ich, gerade so reichen, oder? Oder gerade nicht? Ah, okay. Nee, doch nicht. Schade. Schade, 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 schade. Neu ist besser, aber ich finde auf jeden Fall, das neue Design ist echt, echt bescheiden. Also, Kommentare. Auf einmal sind die Abonnenten, beziehungsweise die Leute, die... Eigentlich müsste ich doch 2 tiefer, oder nicht? Boah, shit, Alter. Boah, das ist sonst so eng hier. Das ist ja voll pissen. Ja, egal, komm. Hey, wir haben so viel Zeit, wir sind so gut gelaunt. Scheiß auf alles. Also, wie gesagt, das neue Video-Design ist, very, very bescheiden. Also, sowas Bescheidenes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, warum die das immer alles anders machen müssen. Weil, wenn was Neues dazukommt, wie so ein Update, gell? Sagen wir mal zum Beispiel, da kommt irgendein neues Gimmick dazu, ne? So, statt Daumen runter oder statt Daumen runter gibt es was zum Abschießen oder so ein Scheiß. Dann würde ich sagen, okay, Update. Aber wenn man immer was neu machen muss und neu planen und alles neu und anders und boah, geht mir voll gegen die Nüsse. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Aber lass uns mal kurz da ein paar publige Steine wegnehmen und ein bisschen aufräumen, weil wir können ja gar nichts mitnehmen. Also wir haben doch da 2x Erde dabei und da müssten wir doch einmal... Ja komm, lass uns das mal kurz aufräumen, ganz kurz nur. Diese unnötige Steinsachen. Und ansonsten müsste man noch Pflasterstein. Ah, Pflastersteine kann ich jetzt aufnehmen. Aber wir können auch hier mit diesen schönen Steinen weiterarbeiten. Beziehungsweise, wenn wir hier die Pflastersteine aufgenommen haben,
kann ich hier zumachen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier auch ausreichen würde. So viel dazu. Also das neue YouTube-Design ist natürlich wieder gewohnheitsbedürftig und alles pipapo und man muss sich erst dran gewöhnen und eigentlich ein bisschen unnötig, aber boah, hab ich mich gerade schon. Ist wieder die gleiche, die gleiche Geschichte, ich würde die gleiche Scheiße sagen, aber jedes Mal das gleiche bei YouTube, jedes Mal muss man sich neu orientieren und man muss neu gucken, wo was ist und was weiß ich. Ach, das ist alles unnötig, finde ich einfach. Ich finde, das ist einfach fuck off unnötig. Aber naja, das Leben ist kein Ponyhof, wa? Haben wir ja schon rausgefunden. So, jetzt lass uns mal da kurz ein... Ich habe doch gar nicht so viele. Ich habe doch hier ganz viele. Ich dachte, ich habe keine Treppen. Na, bin ich blöd. Ja, dann lass uns aber ganz kurz mal gucken. Okay, jetzt ganz kurz gucken. Zack, zack, zack. So. Okay, alles cool. So viel dazu. Also, wenn ihr das YouTube-Design... Es ist jetzt schon cooler. Also, das ist immer so eine Sache. Man braucht immer so eine Eingewohnheitsphase. Und wenn man die dann hat, dann ist wieder alles cool. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es nicht so der Burner. Also, ich finde immer, das ist ein bisschen unnötig, da man immer wieder Tage und Stunden braucht, sich zurechtzufinden und weiß der Geier auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Holz. Okay, einmal da und einmal da. Jetzt können wir da schon mal dieses Helle reinmachen. Aber trotzdem müssen wir wieder rausgehen im Wald. So. So viel dazu. Jetzt wird es auch geschwätzt. Und wir brauchen voll viel Holz wieder. Oh nein. Ich habe eigentlich keinen Bock, das Holz zu sammeln, aber was wird uns anderes übrig bleiben? Einmal nichts, würde ich sagen. So, der Weg ist eigentlich geraced. Haben wir einen glatten Schnee? Nee, haben wir nicht. Oh, jetzt muss ich Steine, Holz, ich muss ja... Ah, fuck. Okay, lass uns erstmal kurz gechillt die Türe wieder installieren. Apropos Türe. Wir können die doch nicht ewig lang so... Naja, komm. Ja. Wenn ich jetzt die Türen dahin tun würde, ne, da und da, ne, dann, ja komm, das würde doch gehen. Gut, das müsste eigentlich machbar sein. So, einmal links und einmal rechts, bitteschön. So, und, oh nein, nicht so weit oben, bitte. Ah, das ist individuell, ne, das könnte man auch individuell bezeichnen. Was kann ich euch noch erzählen? Ich wollte euch erzählen, die Sache, was die Wohnung anbelangt. Needs Production. Das ist doch Tropenholztreppe. Aha. Und wir können hier einmal ganz kurz alles plündern und schauen, wie weit wir damit kommen. Aber, oh, Slabs. Ich glaube nicht, dass das hier hinkommt, Fabi. Oh, shit, Ale. Ach, fuck, geht ab. Das wird wieder so ein riesen Hehl sein. Birken, scheiße. Oben und unten. So wäre das schon schön, aber das würde nicht... Das geht leider nicht, Fabian. Das geht leider nicht. Dann müsste man einfach... Wir können ja so machen, komm. Wir sind ja nicht so, ne? Wir sind ja nicht so... So, dann müsste man einmal den Schmarrn hier abschlagen. Dann könnte man diese Birken-Slabs, könnte man hier oben traschieren und dann hier und dann hier. Ah, nein. Okay, das müssen wir auf jeden Fall wegschlagen. Das auch. Und dann könnte man einmal so machen, die Dinger hier hin und dann wieder oben hin. Und hier könnte man die Druckplatten installieren. Und alle werden glücklich. Ja, geiler Scheiß. Ja, das mache ich gleich. Wo war ich stehen geblieben? Ich muss eigentlich raus mit dem Holz sammeln, oder? Aber lass uns kurz fertig machen. Hey, Gamlerplay, ich wollte mal fragen, ob du eine Freundin oder einen Freund hast. Ich meine, mit dem du zusammen bist. Was heißt du von Schwulen oder Lesben? PS, ich habe ein MacBook Pro und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe auf eine Antwort in einer deiner Videos. Gruß, Brave Dishwasher. Hallo, Brave Dishwasher. Also, auf jeden Fall,
erstmal hast du eine Freundin oder einen Freund. Also ich bin auf jeden Fall nicht schwul. Das bedeutet aber nicht, dass ich was gegen Schwule hätte oder so. Im Gegenteil, ich feiere die voll ab und so, habe auch ein paar schwule Freunde und alles cool. Und ich habe keine feste Freundin gerade. Ne? Ist auch nicht so schlimm, sag ich mal. Ne? Ich bin da ein bisschen nicht eitel, aber ich bin da so, in meinem Kopf ist es so, lieber bin ich mit einer nicht zusammen, wie dann im Endeffekt mit drei Stück. Also ich warte dann lieber eher ein bisschen länger auf die richtige, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist so ein bisschen oldschool, denkt fast keiner mehr heutzutage, irgendwie habe ich das Gefühl, aber shit happens, ne? Also man kann ja nicht allen was recht machen. So ist es natürlich auch nicht gelöst. Dann könnte man eigentlich da oben auch freischlagen. So und da. Ja, geil. Ja, jetzt bin ich glücklich. So viel dazu zu der ersten Frage. Und ich habe auch schon mit Schwulen gearbeitet und so. Und das ist eigentlich überhaupt nicht dabei. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Was ist mit euch? Wie findet ihr Schwule oder Lesben? Alles cool oder alles cool in Chumbukte? Ich habe zum Beispiel eine Freundin,